Hallihallo und herzlich willkommen zum Wimmelbild-Mittwoch. Ja, wir sind noch in Enchanted Kingdom Lancers Rache, um das Bonuskapitel zu spielen. Das werden wir jetzt dann auch gleich machen. Wo ist es denn? Bonuskapitel. Babadababada. Was machen sie denn da? At last, the secret to resurrecting the dead. Stay where you are, Dragus. I will have my wife back, and nobody will stand in my way. Okay. Oh nein, ich sollte nach Venus sehen. Explorer, it's me, Venus. The Emperor's Knight. That man is Dragus. He's a famous poacher and beast tamer. Entdecker, ich bin es, Venus. I'm your Venus. Der Ritter des Kaisers. Dieser Mann ist Dragus, oder? Dragus. Dragus. Er ist ein berühmter Wilderer und Bestienbändiger. Help me get out of this net. And I can tell you what he's up to. Hilf mir aus diesem Netz herauszukommen und ich kann dir sagen, was er vorhat. Das kannst du doch auch jetzt? Nee. Kannst du nicht. Achso, das Netz verhindert das, ja, ne? Ja, das Netz verhindert das. Da wird zu viel durchgefiltert. Genau. Das, dann verstehst man sie nicht richtig und so. Ja. Die Klaue des Greifs übt mächtige Magie aus, muss aber zuerst mit der Lebenskraft des Greifs gefüllt werden. Okay. So, hier fehlt was, da fehlt was. Oi, oi, oi. Das ist ein Siegel, hier fehlt eine Kette. Warte mal, Siegel, da. Nein, ist das nicht das Siegel? Ach, das ist ein Hebelgriff. Das sah eben so aus, als wäre das ein Dings. Ah, was haben wir denn hier? Ah, eine Kette und Dings. In dem Vorhang müssen wir noch was treiben. Und dann hier klick-klack. Mich raten. Hello, my friend. You'll never guess where my compass led me. I'm on Arcadia's highest mountain. I'm going to be the first to plant a flag here. It's just the mountain goats and me up here. Hallo, mein Freund. Du wirst es nie erraten, wohin mich mein Kompass geführt hat. Ich bin auf dem höchsten Berg von Arcadia und die Erste, der hier eine Flagge aufstellt. Hier gibt es nur die Bergziegen und mich. Eine Flagge. I've been studying the demigods. I learned about their homes, which flowers and herbs they eat, and what their claws can do to anyone that dares to test them. Ich habe die Halbgötter studiert. Ich erfuhr von ihren Häusern, welche Blumen und Kräuter sie essen und was ihre Klauen denjenigen antun können, die es wagen, sie herauszufordern. Also Häuser und Klauen. Und eine versteckte Blume. Oder musst du die erst zusammensetzen? Aber ich weiß nicht. Ja, ich sehe keine Blume. Und wir können auch nichts benutzen, oder? Ah. One of them, the White Griffin, glides among the clouds and can control storms and lightning. Some say that seeing him makes hearts soar as high as he does. Einer von ihnen, der weiße Greif, gleitet zwischen den Wolken und kann Stürme und Blitze kontrollieren. Man sagt, dass sein Anblick die Herzen höher schlagen lässt. I hope my news finds you well, and that you're enjoying the summer sun. I look forward to seeing you soon. I count the days on my calendar every morning. Your friend, Madeline. Ich hoffe, meine Neuigkeiten treffen dich in einem guten Zustand und dass du die Sommersonne genießt. Ich freue mich, dich bald zu sehen. Jeden Morgen zähle ich die Tage auf meinem Kalender. Deine Freundin, Madeline. Neuigkeiten, Okay.
Ah, das ist ja der goldene Schlüssel für die Kiste. Ah. Mit dem Rad muss man bestimmt die Leiter hier reparieren, genau. Klick, klack. So, wir kommen gleich wieder. Vielleicht. Ah, den Schlüssel wieder herstellen? Ja, oder wahrscheinlich. Finden. Ah, hier, ja, da ist der Hebel. Ah, die Schlangenflöte. Also das heißt, irgendwo haben wir eine Schlange. Und wir brauchen irgendwas gegen den Dreck. Okay. Aber bestimmt nicht das Ding. Nicht die Borte, aber die brauchen wir beim Fenster wieder drin. Koppelaufgabenliste. Trage dich selbst und pünktlich ein. Ja, da brauchen wir wahrscheinlich eine, irgendwie ein Heugabel oder sowas. Ah, da brauchst du noch einen Griff für das Ventil. Haben wir nicht. Ah, da ist die Schlange. Wir werden einen anderen Weg versuchen müssen. Du hast doch die Flöte dafür, du Flöte. Okay, vielleicht brauchen wir, müssen wir erst noch die Noten haben oder sowas so. Dafür. So, Reinigungsflüssigkeit, okay. Ah, damit können wir dann sauber machen wahrscheinlich. Man hat hier etwas versteckt. Wie könnte ich es öffnen? Vielleicht mit dem Schraubenschlüssel oder haben wir... Ne, wir haben sonst nichts. Finden wir noch was. Aber mit dem feuchten Tuch können wir jetzt da den Dreck wegmachen. Wir werden jetzt nachfahren. Jetzt haben wir sogar einen Stift einstecken. Anscheinend, ja. Datenhinweis. Ah, die müsste dann irgendwie so auf die Art und Weise aussehen. So, mit dem Fächer. Willst du da... Ne, geht nicht. Da geht ja auch nichts. Ah, damit reparieren wir den Schlüssel. Okay. Das fehlende Stück fehlt. Die können wir aber auch noch nicht da rausholen, nee. Ne? Ne, wir haben nichts. Etwas Scharfes finden, okay. Dann versuch nochmal, Dings, ob wir mit dem Schraubenschlüssel tatsächlich nicht da irgendwie was machen können. Ne, falsch. Okay. Dann nochmal bei der... Da können wir uns ja auch nicht eintragen. Ah, dafür brauchen wir eine bestimmte Mistgabel. Ja, genau. Bitte störe den Deckermeister und den Wächter des Heiligen Waldes nicht. Er ist von 16 bis 18 Uhr mit wichtigen Arbeiten beschäftigt. Die kriegen wir ja auch nicht da weg. Ja, weil wenn die Schlangenflöte nicht funktioniert. Ach. Ah, wir müssen erst mit der quatschen. Ah, okay. Oh ne. Achso, das darf ich jetzt wieder machen. Okay, also das R.
Achso, das. So muss das aussehen. Freisetzung. Das hier. Und das. Wo ist denn das Ding? Da. Musik. Dieses Ding. Wilderer. Schützen. Wo ist denn das? Hier. Und das. Beißen. Also bestimmt beißen heißen. Hypnose. I can't let you in, stranger. The Beastmaster charmed me with his music. Ich kann dich nicht reinlassen, Fremder. Der Bestienmeister hat mich mit seiner Musik bezaubert. I must protect the entrance. Machst du gut. And the only way to free me is to play another melody. Now go away, human, before I make you regret it. Ich muss den Eingang beschützen und der einzige Weg, mich zu befreien, ist eine andere Melodie zu spielen. Verschwinde! Mensch, bevor du es bereuen wirst. So, gut, dann jetzt aber. Ah, hier brauchen wir. Hier ist wieder der Dingsbums. Eine Statue, da unten kannst du das Schild abschrauben wahrscheinlich. Ja, genau. Der Kaiser Wilhelm. Ah, hier ist die Zange, die wir für die Schlüsselreparatur brauchen. Und da brauchen wir den Griff der Waffe. Okay, wo ist die? Da auf ist die Treppe. Ja. So, was haben wir hier? Das da. Dies ist ein Geschenk einer weißen magischen Kreatur, der ich glücklicherweise helfen konnte. Okay, ich glaube, da gab's aber ein Blatt. Achso, gab's da ein Blatt? Ah, also Feder. Ah, ist Feder, das, ja, das okay. Ah, und hier unten brauchen wir was fürs Feuer. So, was haben wir hier noch? Ah, da ist der Dings und ein Glasschneider. Und da fehlt eine Figur. So, mit dem Glas. Können wir hier das da machen? Dann haben wir die Waffe. Glasschneider. Vielleicht hier so. Okay. Dann nicht. Was haben wir hier noch? Ah, da fehlt der zweite Fuzzi. Wir haben jetzt den Ring, womit wir den hier das Pult aufmachen können. Hier brauchen wir den Glasschneider. Inklusive Funkflug. Kleber und ein Bumerang. Dolchgriff. Da dran. Ah, vielleicht mit dem Dolch können wir jetzt sie befreien. Thank you. Dragus found the resurrection artifact and was looking for a way to charge it. The only way to do that is with the White Griffin's life force. Danke. Dragus fand das Auferstehungsartefakt und sucht nach einer Möglichkeit, es aufzuladen. Der einzige Weg, dies zu tun, ist mit der Lebenskraft des Weißen Greifs. If the White Griffin dies, the fury of the storms will destroy the Empire. Please stop Dragus. I'll stay here to guard the menagerie. Oh, and take this. You may need it. Wenn der Weiße Greif stirbt, wird die Wut der Stürme. Ja, der Stürme das Imperium zerstören. Bitte stoppe, Dragus. Ich bleibe hier, um die
Menagerie. Menagerie zu bewachen. Oh, und nimm das. Du kannst es vielleicht gebrauchen. Ventilblume. Ah, jetzt können wir das Wasser Dingsbumsen ablaufen lassen oder so. Führe die Flüssigkeit zum Behälter ganz rechts. Wähle die 6 Stopper aus und ziehe sie in die richtige Position. Ah, okay. Also diese Dinger hier. Ah, okay. Also. Ich will, dass es nach ganz darüber geht. Dann hier, dann fließt es da rein. Achso. Fließt. Achso. Warte mal, ich will das jetzt mal ausprobieren. Also schon. Hab's schon geschafft, okay, gut. Ich dachte, oder? Man muss die. Ja, was war denn jetzt das Problem? Ja, weiß ich nicht. Sagt er mir nicht. Vielleicht, weil das hier wieder zurückgelaufen ist oder so, keine Ahnung. Der ist doch hier rein. Darunter, dann fließt es hier rüber, da hoch, da rein und so weiter. Wahrscheinlich muss er durch alle und du musst das dann mit Ach Hilfe so, von ich muss den dann, Dingern dann. Du meinst, das muss dann hier rein, damit es hier hoch fließt. So. So, aber hier oben fließt es nicht runter. Ja, warum fließt es nicht runter? Ich verstehe das nicht ganz. Fließt es oben rum. Aber es fließt von hier da halt nicht hier runter. Keine Ahnung, warum das so. Und warum ist das jetzt falsch? Was will denn genau? Führe die Flüssigkeit zum Behälter ganz rechts. Das ist das hier. Wähle die In 6 Schritten bewegen. Die Flüssigkeit muss sich in genau 8 Schritten bewegen. Ach so. Also das wären nur 4. Ja. So. Und das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also muss das hier im Prinzip unten rumlaufen. So, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So müsste es doch sein. Okay, das mit den 8 Schritten, das hatte ich irgendwie... Ah, hier ist die Mistgabel. Über die Blub. Ah, da fehlt noch ein Teil. Hier drin war das, ne? Wo die Schachfigur... Eis. Aber irgendwas kannst du mit dem Ding noch machen. Ich glaube Kleber oder was ist das andere? Ah ja, genau, den Klebstoff kann ich hier mit schon dazu schmeißen. Okay. So, Eis. Dann haben wir das Fenster Dingens hier geklack, Rasiermesser und ein Hornist hier. Das ist die männliche Version von Hornisse. Ja, genau. Hornisse und Hornist. Okay. Finde den Unterschied zwischen den rechten und den linken Teilen. Okay. Das Schwert. Oder? Das, du meinst das hier, ja. Oder Dolch oder was auch immer das ist. Noch 4. Das Tuch, oder? Ach so, das, ja, okay. Das hier. Noch 2. Das hier. Das ist Adler und Dings. Das sind die. Ohne die, das. Das. Das Kreuz. Aha! Sag mal, Zügel. So, dann können wir... dem Pferd... war nicht so richtig, wie ich das geplant hatte. Ach, wir da müssen... muss ich erstmal eintragen. Jetzt muss ich mich da erstmal eintragen. Oh, hier liegt noch was. Ei... ach so, ja. Gut. Können wir den Schlüssel reparieren? Den Sattel. Jetzt können wir das alles hier draufschmeißen. So, Pferdedecke. Sattel. Zügel. Okay.
Hüha! Aber wir haben uns da noch nicht eingetragen. Brauchen wir nicht. Oder wir kommen halt wieder zurück. Ja, irgendwann. Explorer! Go back where you came from! No one will stop me from reuniting with my wife. Er hat sich selbst mit in die Luft gejagt. Super. Ja, also jetzt ist er auch bei seiner Frau, ja? Okay. So viel dazu. Es ist aber auch... So, hier fehlt noch ein Gesicht. Aber wir kommen nicht mehr zurück. Nee, wir sind ja mit dem Pferd unterwegs gewesen. Ich kapier das nicht. Naja, nicht unser Problem. Ja, eben. Wenn das Pferd halt weg ist, ist es der halt weg. Der braucht erst Münzen und seinen Brustpanzer. Da oben im Baum ist auch noch was. Was haben wir hier? Hier braucht man was mit für einen Hebel. Und dann Sand wegfegen. Wegfegen, ja. Genau. Wegfegen, da müssen wir wahrscheinlich hier die Zweige zusammenbinden. So, was meinst du? Tasche. Bumerang wahrscheinlich. Ah, ja, genau. Glück. Auch etwas Scharfes. Rasiermesser. Schatschink. Gegengift. Das kommt hier rein. Brauchen wir bestimmt hier. Ah, jetzt können wir an die Wiese. Da. Schaber, ein Brett und leeres Glas. Okay, dann gehen wir halt mal zur Wiese. Hallo. Dann reden wir halt wieder miteinander. Dieses Symbol. Könnte das Geblinke hier mal aufhören? Das ist auch die Schwierigkeit dabei. Ah, okay. Greetings, Explorer. I'm Foxy, the guardian of Griffin Mountain. I tried to protect this sacred place, but Dragus wounded me, and I failed. Böser Entdecker, ich bin Foxy, der Wächter des Greifenbergs. Ich habe versucht, diesen heiligen Ort zu beschützen, aber Dragus hat mich verwundet und ich habe versagt. Please help me with my injuries, and I'll tell you where to find Dragus. Here, this might be useful. Bitte hilf mir und ich sage dir, wo du Dragus finden kannst. Hier, das könnte nützlich sein. Eine goldene Schlange. So, heile Foxy. Was haben wir hier? Brauchen Handschuh. Haben wir nicht. Und da aus dem Wasser fischen. Haben wir aber auch noch nichts, oder? Ein Brett. Leeres Glas. Nein, okay. Werde die fleischfressende Pflanze einschläfern müssen. Okay, sehr gut. Reisender, pass auf. Die Waldwächter auf. Achso. Reisender, pass auf die Waldwächter auf. So. Nur Ruhe und Weisheit werden dir helfen, in Frieden mit ihnen zu leben. Okay. Es gibt Insekten, die Holz lieben und die sich sehr freuen, ihr Mittagessen zu essen. Ah, da brauchen wir die Termiten.
So, okay, dann gehen wir nochmal zurück. Die waren irgendwie hier. Haben wir eigentlich schon alle Federn? Weiß ich nicht. Aber also vorhin hatten wir irgendwie 50 von... irgendwie 54 von 60 oder sowas. So, also jetzt haben wir die Termiten. Hier, Termiten, bitteschön. Nom 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 nom. Ah! Jetzt haben wir das Netz. Lass mich raten, du kommst hier... Also, brauchen wir erst noch die Lösung. So, das... Na, Quatsch. Hier war das doch. Hier, so, hier, bitte. Schmutzige Flasche. Super. Aber... Da brauchen wir immer noch den Handschuh. Ach, wir haben ja hier noch was. Hier sind noch... Zurückbinden. Okay, wir brauchen ja hier wieder was zum Zurückbinden. Aber da... Kann ich das Netz nochmal mitnehmen? Nee, kann ich nicht. Ja. Auch nicht. Ach, da hinten. Kann das Boot nur mit einem Ruder richtig rudern? Okay. Also, das ist alles die Tasche. Und hier, die fehlt immer noch das Gesicht. Also irgendwie... Ja, mach du mal. Oder hast du was? Oder kann man mit dem Schaber? Wir haben halt nichts, womit wir... Womit wir die Zweige zusammenbinden. Und der braucht bestimmt dann noch Münzen, damit unten irgendwie was aufgeht oder so. Keine Ahnung. Und, ah, warte mal. Gehen wir nochmal zurück, da unten. Deswegen, da brauchen wir jetzt den Schaber und da ist auch das Schlangensymbol. Was müssen wir denn machen? Ordne alle Marken richtig an. Wähle die Pfeile aus, um den Schieberegler zu steuern und führe die Marken durch die Aussparung hindurch. Aha. Hirsch und der Bär, die kommen hier rüber. So, die Schlange ist richtig, aber die zwei noch tauschen. Der Fuchs ist richtig, so. Der Biber kommt da ganz außen hin. So, der Biber ist richtig. So, was muss denn da hinten noch hin? Der Hirsch. So, Moment, dann müssen wir das mal so machen. Upp. So. Was? Warum hat er den Biber jetzt... Ich will doch den Hirsch dahin haben. Jetzt hat er aber den Biber, der hier drin war, rausgenommen. Okay.
Der Fuchs ist richtig. So, der Bär muss wahrscheinlich hier hin. Nein, nicht da. Hier hin. So. Die Schlange ist richtig. Die Maus muss wahrscheinlich... Das heißt, die Maus muss dahin. Ah, warte mal, jetzt hole ich mir den... Nochmal neu, bitte. Also ich kann das mit Einzeldings, darf ich nicht machen. Das ist doof. So, das heißt, jetzt holen wir uns die beiden wieder. Der Fuchs ist richtig. So, und dann muss ich aber die Schlange holen. So, der Biber ist richtig, so. Die Schlange muss... So, dann haben wir die zwei schon mal richtig. So. Da ist der Bär richtig. Ja. So, der Fuchs war irgendwie ganz außen, ne? Ah, ich steh mal da, wo die Schlange ist, ne? Ja. Heißt... Ich muss dann gucken, dass ich ihn hier hinlege. So, der kommt mal dahin. Ah, okay, der ist. Der Fuchs war da. Warte mal, dann leg dich mal da rein und dann lege ich dich mal dahin. So, und dann lege ich dich dahin. Du kommst... hier muss das hin, oder? Ach, ist jetzt Schlange und die Maus auch noch falsch. Das heißt, wenn ich die Schlange haben will... So... Und dann hier so. Und die Maus hier. So, aber jetzt habe ich das Problem, dass ich... Ja, dann überspringst du jetzt. Aber jetzt... Ja, okay. Ah, jetzt zeigt er mir, wie mich das... Ja, hast du gemerkt?
Hat er toll gemacht. Jetzt haben wir Gnomon. Ach, das ist, gehört bestimmt jetzt hier rein, ne? Was ist das? Schlafstaub! Da, hier. Upp. Ja, dann mal zum Wasserfall. So, was brauche ich hier? Ah, Brett. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Schon wieder buddeln. Aber da ist noch ein Band. Band? Ah, das ist... Haha, jetzt können wir... einen Besen machen. Können wir hier mit dem Besen besen? Naja, hier nicht. Ich werde es mit zwei Werkzeugen zerbrechen. Okay. Sag mal hier, da fehlt Dings, Kram, Gedöns. Okay. Was haben wir hier? Was auch immer das ist. Ein Scheuerschwamm. Damit kannst du die Flasche sauber machen. Sag mal, die zweite Dings. Symbole kaum sichtbar, versuchen sie aufzuzeichnen. Okay. Gut. Gut. Dann wieder zurück. Dann hier mal rumbürsten. Wieder hier hin. Dahin. Okay, fehlt immer noch eine. Eine Kordel. Wo war was mit Kordel? Hier brauchen wir immer noch einen Handschuh, ne? Ach, warte mal, Prisma. Das Prisma kommt doch hier hin. Das sieht doch aus, als wäre das da. Aha. Bibelorn. Ja, Buch. Zutaten für Heilsalbe. Apfel, Honigwabe, blauer Sand, verbrannter Wermut, geriebener Ingwer, Kuckucksei, Karpfenschuppen, Getreide, Zucker, Eichenrinde, Eis und eine Nachtlilie. Okay. Da ist der Dings. Zucker. Dann kommt der Honigwabe. Verbrannter Wermut. Okay. Da kannst du eben die... Was muss man denn schneiden? Ja, das ist... Das sind die ganzen Zutaten drin. Ah, das ist verbrannte Wermut. Okay. Karpfenschuppen. Ah, mit dem Messer kannst du die Schuppen mal machen, genau. Ja, ja. Blauer Sand. So, Getreide. Ja, ich dachte, das wäre Getreide da. Ach, das ist... Okay, ja. Eine Eichenrinde und Eis. Wo ist denn Eis? Ja, der Eiszapfen wahrscheinlich. Genau, okay. Tschücke, 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 tschücke. Das ist jetzt die Heilsalbe. Jetzt können wir Foxy retten. Thank you. I saw Dragus create a magical trap for the Griffin. If he catches the demigod, Arcadia is doomed. Danke. Ich habe gesehen, wie Dragus dem Greifer eine magische Falle gestellt hat. Wenn er den Halbgott fängt, ist Arcadia dem Untergang geweiht. Gut. Stop him. He's heading to the mountain to set the trap. You can cross the river to get there. My wounds need time to heal, so I can't go with you. But take this with my thanks. Bitte.
Bitte stoppe ihn. Er ist auf dem Weg zum Berg, um die Falle zu stellen. Du kannst den Fluss überqueren, um dorthin zu gelangen. Meine Wunden brauchen Zeit, um zu heilen. Also kann ich nicht mit dir gehen. Aber nimm das als Zeichen meiner Dankbarkeit. Uff. Meine Brustpanzer. Da. Das kann ich nicht mitnehmen und der braucht hier Münzen. Okay, also, jetzt haben wir aber endlich noch das Ding hier. Was haben wir denn da alles? Ein Machetengriff, ein Platt, Geldsack aus Stein. Ah, okay. Da. Taschendekoration. Aha. Okay. Ich glaube, die müssen alle geöffnet sein, ne? Scrolle nach oben und unten, um die passenden Symbole zu finden. Wähle dann die Symbole aus. Ja, mit dem Ding oder so. Ich muss irgendwie sozusagen in Reihenfolge das irgendwie machen. Oder Memory. Nee, ich muss hier anfangen. Oder? Dann gucken wir doch mal, ob wir... So, das hatten wir... Dieses komische M-Symbol hier nochmal finden. Das war jetzt ist es nicht. Ah. Also das hier. Ah ja, jetzt ist... Aha, die sind jetzt verschwunden. Okay. Oder sind gedingst. Also, Memory. So, dieses Ding war da unten und irgendwie hier. Was haben wir hier? Die Aale. Da oben. Ja, ja, ist ja gut. Nicht klar. Da? Jetzt haben wir das natürlich. Da ist es. So, haben wir mal hier. Ah, hier. Wupp. Wupp. Komischer A, ist das hier? Ne, war es nicht. Das ist auch nicht. Das ist es nicht. Da ist es. Ist da? Dann machen wir das. Nope, okay. Nope. Das ist dann das obere, ne? Aha! Paddel! Sag mal, Paddel für Paddeln. Können wir da rüber? Ja, schon wieder. Immer noch! Stop me, Explorer! You can't save the demigod, no matter what you do!
last I caught you! Your kind killed my wife. But once your powers charge the artifact, I'll have her back. I'll take you to my lair, where I can perform the ritual uninterrupted. Mit der Zange? Ich muss wahrscheinlich noch eins finden. Da. Heute! Hi there, I'm Mouse. I've lived in this forest for a long time, so I know all the hidden paths. But Dragus still managed to capture me in this cage. Hallo, ich bin Maus. Ich habe lange Zeit in diesem Land gelebt. Daher kenne ich alle versteckten Pfade, aber Dragus schafft es immer noch, mich in einen Käfig einzufangen. Please release me. I know how to get to Dragus' secret lair. I can show you. Oh, and take this. You'll need it. Bitte lass mich frei. Ich weiß, wie man zum geheimen Versteck von Dragus kommt. Ich kann es dir zeigen. Oh, und nimm das. Du wirst es brauchen. Ah, müssen wir schon wieder irgendwo Glas schneiden. So, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Haben wir noch eine? Glas schneid. Was du meinst? Was haben wir nochmal? Ah ja, jetzt haben wir zwei Zangen. Was ist, wenn ich das Licht umlenke und so das Herz schmeckt? So, hier ist bestimmt auch irgendwo noch eine. Ne, die Statuen haben wir, glaube ich, auch. Haben wir die schon hier eingesammelt? Weiß nicht, du kannst ja in den. Wo guckt man denn da nach? Irgendwie im Menü oder was? Menü, ich glaube, da müsste man jetzt ins Hauptmenü gehen und dann. Okay, dann gehe ich ins Hauptmenü. Unter Extras, Statuen. Ah, eine fehlt noch. Medaillons. Andere Medaillons. Die haben wir aber alle. Das ist das, was wir noch gesammelt hatten. Ja. Minispiele kannst du ja wie auch immer. Also. Dann wieder rein ins Bonuskapitel. Und die Federn, das wissen wir ja. Da bin mal dann. So. Also, wir müssen da irgendwie Licht umlenken. Damit da. Denkst es. So. Ich brauche einen Führer und richtige Stiefel, um darüber hinwegzukommen. Also, dafür brauchen wir dann die Maus und. Die Dingsbums. Ah! Handschuhe. Und was braucht er? Dekoration. So, dann gucken wir mal, ob das mit der Zange geht. Ah, mit der Zange geht es. Mit der anderen Zange geht es nicht. Ja. Dings und Kreide. So. Aber wir können nochmal zurück. Darüber. Hier. Jetzt haben wir ja einen Handschuh. Lange Gabel. Okay. War hier hinten noch was, wo wir was gebraucht haben?
Ach, hier ist noch was. Und hier haben wir noch was zum Dreck wegmachen. Okay, ne. Gut, müssen wir nur dran denken, dass wir da... Ah. Den Stiefel? Den Stiefel nehmen wir mit. Ah, und hier ist... Wo ist es hier? Das hier? Hier sind auch... Ah, die Federn sind... Die sind da drunter, ja. Aber wir brauchen jetzt was zum die Nägel rausziehen. Ich habe zwar eben diese Zange versucht. Ah, jetzt geht. Okay. So, dann fehlen da nur noch vier. Vor einiger Zeit habe ich diese Tiere dank meiner Frau geliebt. Jetzt bin ich der beste Jäger. Was würde sie dazu sagen, dass ich auch... Das ist auch nicht mehr wichtig. Ich werde sie wiederbeleben, was auch immer es kosten mag. Okay. Schwere Stiefel, okay. So, was haben wir denn? Jetzt haben wir zwei Hörner und wir haben eine Klinge. So, dann wieder da rüber. Dann gucken wir doch mal. Ah, hier ist noch ein Horn. Ah, nein. Gegen etwas Scharfes haben sie keine Chance. Ja, die Klinge vielleicht? Das ist nicht die richtige Klinge. Ah! Nein, ich will nicht den Maretengriff. Was brauchen wir denn hier? Die Marete und das Band. So. Jetzt ist es eine ganze Machete. Zermalmen. Was haben wir denn für hier? Ah, ich kann die... So, und dann brauchen wir noch ein Schaufelblatt. Okay. So, was brauchen wir hier? Hier brauchen wir den Schlüssel. Da ist nichts mehr drin. Adlerauge. Also ein Dings fehlt noch. Da noch irgendwie was. Lange Gabel, okay. Dann haben wir hier jetzt noch... Aber ich glaube, hier waren wir fertig. Hier waren wir fertig, außer dass wir hier noch aufräumen müssen. Und da brauche ich noch zwei, mit zwei Werkzeugen das aufzubrechen. Und da die Zacke fehlt, ja. Und diese Zacke fehlt auch, ne? Ah, aber der hat, dem ist das Adlerauge hier. Jetzt haben wir einen Meißel. Ah, vielleicht kann man... Wir da hinten. Hier und dann vielleicht mit dem schweren Stiefel. Letztes Horn. Zurück, hier rüber. Du, hier, Horn. Aha! Drei Perlen, drei Bernstein, drei Smaragd und dreimal Holz. Da ist noch eine Perle. Eine Säge. Aha. So, das ist Holz, ja. Da ist noch ein Smaragd, der grüne. Ja, da ist dann da noch Bernstein drin. So, das ist noch ein Bernstein, schätze ich. So, eine Perle noch. Eine Perle.
Kann man Streitkolben. Mach mal. Ah, mit dem Streitkolben können wir deinen Stein zermalmen. Machen wir jetzt die Schaufel. Müssen wir wieder zurück. Nach hinten, genau. Säge und dieses Ding. Ah, mit der Kreide? Sammle alle drei Sterne, wähle einen Punkt aus, um eine Linie zu erstellen. Grüne Kreise geben dir 4 Züge, beachte, dass die Anzahl der Züge begrenzt ist. Die Linien können sich nicht überlappen. Aha. Wir müssen alle Sterne einsammeln. Ah, jetzt fehlt mir... Okay, ja, ist okay. Also, wir haben 5. 1, 2... Achso, ne. 1, 2, 3, 4... Okay, das reicht nicht. Also, Pink. 2, 3, 4. Okay. 4. Nummer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dann habe ich, kriege ich Nummer 4. 1, 2, 3. Dann haben wir 7. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Das wird mir wahrscheinlich auch nicht rein. Ich probiere es aus. Ah, doch, geht. Ah, ist einfach. Ich mich eins verpasst. So, was haben wir denn da? Eine Linse. Mit der Linse können wir jetzt da drüben bestimmt das Licht bündeln. Dafür kriegen wir jetzt Dietrich. Damit können wir dich befreien. Thanks! You're the best! Dragus' lair lies just beyond this forest. It's marshy, so take these. And watch your step! Danke, du bist der Beste. Sein Versteck liegt direkt hinter diesem Wald. Er ist sumpfig. Nimm das und pass auf, wo du hintrittst. Schumpfschuhe. Hier drüben bin ich. Juhu, da ist die Statue gewesen. Many lives. It's worth it. Juhu! Hallo! Hey, warte! Hey, warte! Hey. Aha! Ja, 15 von 15. Den klappe ich nur noch irgendwie Federn, ne? 4 Federn oder irgendwie sowas oder 3. Also erstmal die Armbrust reparieren. Noch 3. Noch 3, ja. Die dritte Hülle fehlt. Und etwas Scharfes wird schnell mit den Treten fertig. Dann brauchst du wieder eine Zange oder eine Pfeile oder irgendwie sowas. Okay, da brauchen wir irgendwas zum Malen, okay. Hier haben wir sonst nichts. Müssen wir wahrscheinlich was reinstecken. Ah, nee.
Mit dem, genau. Dann haben wir den... Ah, mit dem Pfeil und dem Seil können wir vielleicht die... Ja. Ah, du musst jetzt erst die entsprechenden Symbole machen. Ist das das Ding? Sieht aber nicht an aus, ne? Ja, ist halt zu kleiner, ist halt nur die Ober... Okay. Tatsächlich ist es nicht. Also das da ist es auch. Das ist es. Ja. Außer es wäre... Oder kannst du da drauf schießen, dann um zu drehen? Ah. Nochmal. Da ist es. Was? Was kann ich denn da? Ja, aber die sehen doch beide aus. Und dann da. So, jetzt. Sind alle da? Ja, weil das ist doch das eine. Ja. Ja, ich verstehe nicht, was du. Ja, das war's doch. Dann geh doch mal aufs Fragezeichen. Schieße auf Zielpaare mit passenden Zeichen. Ja, vielleicht sollte man auch immer die Infos lesen. Okay. Also, jetzt müssen wir erstmal rumdrehen, damit wir das erste Ding finden. Wo ist denn nochmal eins von denen? Ah, hier. Das und das. So. Das heißt, das ist das hier und das hier. So. Das hier und das hier. Und, ja... Ja, warte mal, dann drehen wir das mal. Ah, hier, guck. Na, ich würde es gerne mitnehmen. Ja. Ah ja, ich habe doch da 27 mal hingedrückt. So. Nein, okay. Da die Säure. Kaputt. Wir kommen jetzt rein. Wir kommen rein. When I complete the ritual, you and all the forest creatures will die. But your deaths will bring back my wife. Jo. Hallo. Ja. Explorer! Wir sind das gar nicht. Wir sind die Maus. Okay, jetzt müssen wir erst wieder quatschen. Ah, da. Strom. Fallen. Was? Ja, das ist doch das.
Dachte ich. Es waren nicht die Dings. Tiere. Da. Gefahr. Thank you for saving me. Dragus was going to use my power to control the storms, to resurrect his wife. Danke, dass du mich gerettet hast. Dragus würde meine Kraft einsetzen, um die Stürme zu kontrollieren und seine Frau wiederzubeleben. He couldn't fathom the devastation it would cause. The Empire would become a wasteland. We need to defeat him before he does something he can't take back. Maybe one of his hunting tools can be used against him. Er hat nicht verstanden, dass was für Folgen das haben könnte. Das Imperium würde ein Ödland werden. Wir müssen ihn besiegen, bevor er etwas tut, das er nicht wieder gut machen kann. Vielleicht kann eines seiner Jagdwerkzeuge gegen ihn eingesetzt werden. Der Sieg geht raus. Gut. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Hier fehlen Dinge. Gut. Mal mit. Alles ist bereit. Ich muss nur die Macht des Greifs ergreifen, um aus einer gewöhnlichen Klaue das Artefakt Greifenklaue zu machen. Und meine Liebe wird auferstehen. Dragus. Okay, hier müssen wir was reinlegen. Was haben wir hier? Die Kette müssen wir wahrscheinlich irgendwie durchdingsen. Ne, mit der Garnsche. Wenn die Kette durchsägen, ja, dann sägen wir halt mal. Dann... Klönk! Ausgezeichnet, ich kann etwas Öl von diesen Lampen nehmen. Von hier aus. Gluck, 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 gluck. Jetzt haben wir eine Ölkanne. War irgendwo was verrostet? Kann es anzünden, aber mit nix. Haben wir nix. So, was haben wir denn sonst noch? Hier. Schwertsymbol. Aber im Besen kannst du die Blätter weg. Ah, genau, mit dem Besen. Da finden wir bestimmt doch was. Aha. Da fehlt aber bestimmt noch der Pinsel dazu. Hier haben wir nichts. Ah, hier kann ich aber doch. Genau. Eine Feder und die Axt können wir nicht mitnehmen, aber hier kommt das Ding rein. Dann haben wir noch eine von den Dingern. Lampen und das war's. Und wenn wir das dritte Schwert haben, dann geht wahrscheinlich diese Klappe hier auch noch auf. So, da. Hier da rein. Was haben wir hier? Eine Pinselbasis, okay. Was brauchen wir dann noch? Den Pinsel? Wo brauchen wir denn eine Feder? Wo haben wir denn eine Feder gebraucht? Komm nicht zurück. Ja, super. Ach, warte mal. Ach nee, das ist nichts. Hatten wir irgendwas, was verrostet war oder sonst irgendwie? Ja, ein paar Statuen, ja. Oder ist. Warte mal. Geh nochmal rein. Da hinten dran. Ah. Deswegen, das hatten wir nicht gesehen. Ja, das ist halt, wenn die Sachen dann auch so nah beieinander sind. Kommen wir bestimmt nochmal eine Schaufel. Da kommen die drei Tatzen rein. Da liegt noch eine. Ich denke, eine Stinkgabel brauchen wir. Jetzt haben wir die alle voll.
muss das alles wieder auffüllen. Ich glaube, ich habe das meiste getrunken, als ich starb. Okay. Und einhaken. Der Pfeil. Das Messer. Die. Also, genau. Aus dem Blatt kannst du bestimmt ein Origami machen, genau. Der Gurt mit der Patron. Achso, nee. Deswegen, wir müssen erst auffüllen. Und da ist der. Okay, jetzt haben wir einen Kelch bekommen. Aber bestimmt was, womit wir dann. Dietriche und noch eine. Ah, ne. Wieder und dann den Deckel und irgendwas. Die Sachen finden wir dann noch. Aber wir brauchen jetzt dann noch. Okay, mit dem Dietrich. Hatten wir irgendwo was, wo ein Schloss war? Ich glaube nicht. Mal draußen waren wir ja. Ja. Weil uns fehlt ja auch immer noch das Teil für die. Ja. Weil die. Das Schwert liegt unter der Kohle. Mhm. Was ist das da noch? Achso, nee, okay, das ist nicht. Ja. Ja, das können wir dann. Da hinten weitermalen. Okay. Was muss man denn machen? Erstelle das auf dem Hinweis angezeigte Muster. Wähle zwei Punktspalten aus, um sie auszutauschen. Richtig platzierte Spalten werden hervorgehoben. Aha. Also. Die hier muss da rein. So. Die hier muss da rein. So. Und dann die. So. Okay. Wow, das hast du richtig. Das war jetzt. Ja, das. Da bauen wir jetzt. Die Dietriche. Korkenzieher. Korkenzieher hier. Einpusten. Deckel gefunden. Figur gefunden. Jetzt musst du das noch. Deckel hier dazu. Die zwei Dinger hier. Klick, klack. Ja, und die tun wir jetzt hier rein. Klick! Bumm! Was muss ich machen? Wähle eine Kachel aus, um den Pfad von Dragus zu blockieren. Umgeht Dragus, um ihn einzufangen.
Blablabla. Saved my life and indeed the whole empire. Thank you, Explorer. Thank you for your loyal service to the empire. My courage and skill saved us all. Also gar kein Thema gewesen. Tja, hätte er mal ein bisschen früher eingesetzt. Sein Schnabel hat sich ja schon bewegt gehabt. So, dann haben wir auch das Bonuskapitel durch. Ja, dann sind wir auch mit dem Wimmelbild Mittwoch für heute fertig. Dann geht's nächste Woche mit dem siebten Teil weiter, den ich noch gar nicht installiert habe. Ach du Scheiße. Ja, jetzt ist es passiert. ja, aber ich habe ja eine Woche Zeit. Ja, von daher denke ich, kriege ich das gerade noch so hin. Ja, die Zeit läuft. Tick-Tack, tick-Tack, tick-Tack. Wir dürfen hier jetzt nicht eigentlich umreden. Wir müssen nicht rumreden. Ich muss sofort, anfangen zu installieren. Ja, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Wenn das der Fall ist, dann darf natürlich gerne ein Daumen hoch geklickt werden. Es darf natürlich auch gerne abonniert werden. Wir haben hier auf unserem Kanal auch noch viel mehr zu sehen, außer Wimmelbildspiele. Wie zum Beispiel Let's Plays zur Sims-Reihe, zu Point-and-Click-Adventuren, zu verschiedenem, was wir so bisher gemacht haben und unsere ganzen Livestreams, die halt inzwischen auch auf YouTube sind. Ja, ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Rest Mittwoch. Habt eine tolle Woche, bleibt gesund, habt Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!